Und ich begrüße Partei- und Clubobmann Herbert Kickl dazu jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Grüß Gott. Herr Kickl, ich möchte in den letzten Tagen beginnen und möchte Ihnen ein Bild zeigen. Diese Idee für ein neues Verkehrszeichen schicken führende FPÖ-Funktionäre wie der Wiener Parteichef Nepp und andere seit Tagen herum. Könnten Sie mir erklären, was das Bild bedeutet? Grüß Gott. Also für mich und für alle Medien, die über dieses Sujet berichtet haben, sieht es aus wie ein Mensch, der auf einen anderen, der auf der Straße sitzt, offensichtlich so ein Klimaaktivist, so ein Klimakleber drauf pinkelt. Was möchte uns die FPÖ damit sagen? Warum pinkelt da jemand auf einen Klimaaktivisten? Das stellt diese Situation hier dar. Jetzt haben Sie gesagt, manche nennen diese Klimaaktivisten, die sich auf der Straße ankleben, Klimaterroristen. Mhm. Das sind nicht manche, sondern das sind lauter FPÖ-Politiker. Und zwar eigentlich nur FPÖ-Politiker. Und finden Sie das nicht maßlos übertrieben für Menschen, die völlig friedlich eine halbe Stunde lang einen Stau produzieren? Man spricht ja auch in der Alltagssprache davon, dass irgendjemand von einem anderen terrorisiert wird, wenn er etwas tut, was einem eben nicht gefällt. Also ganz viele Menschen haben die vielen Corona-Demonstrationen in Wien auch als massive Störung empfunden. Die haben stattgefunden, zum Teil, obwohl sie behördlich untersagt waren. Oder sie sind von den genehmigten Routen abgewichen und haben wirklich viele Stunden lang die halbe Wiener Innenstadt lahmgelegt, Woche für Woche. Die FPÖ hat aber kein einziges Mal von Demoterroristen gesprochen. Und damals hat auch kein FPÖ-Politiker gesagt, ich zitiere, wir dürfen uns nicht von wohlstandsverwahrlosten und arbeitsscheuen Gestalten in Geiselhaft nehmen lassen, wie Wiener FPÖ-Chef Nepp vor wenigen Wochen über die Klimaaktivisten. Warum messen Sie damit zweierlei Maß? Ich nenne das ideologiegetrieben. Das hat nichts mehr mit faktischen Erkenntnissen auch zu tun. Und jetzt interessanterweise hat es ja in den letzten Wochen Dutzende Presseaussendungen von FPÖ-Politikern zu den angeblichen Klimaterroristen gegeben, aber im gesamten letzten Jahr keine einzige Presseaussendung zur Klimakrise selber. Auch in Ihrer sehr langen, 90 Minuten langen Rede am Samstag beim Neujahrstreffen kam dieses Thema mit keinem Wort vor. Finden Sie die Klimakrise so irrelevant? Es ist gut und recht und es ist wichtig, dass wir hier einen Versuch unternehmen, auf nachhaltige Energiequellen umzustellen, dass aber die Art und Weise, wie das hier betrieben wird, kontraproduktiv ist, weil sie unseren Wohlstand gefährdet, unsere Arbeitsplätze gefährdet, die Industrie gefährdet und so weiter und so weiter. Okay. Möchte noch mal kurz zu den angeblichen Terroristen, auch die rechtsextremen Identitären, die ja permanent unangemeldete Aktionen durchführen. Erst kürzlich haben sich ein paar vor dem Flüchtlingslager in Dreiskirchen angeklebt. Die haben Sie auch noch nie als Rechtsterroristen kritisiert, sondern die nennen Sie ein interessantes und unterstützenswertes Projekt. Und Ihr Generalsekretär spricht bei Ihren Kundgebungen. Wie passt denn das zusammen? Ich habe gesagt, dass die Identitären eine NGO von rechts sind, wo es Dinge gibt, die durchaus unterstützenswert sind. Bleiben wir gleich bei dem Thema. Von den Identitären könnte auch der neue Slogan der FPÖ auf all ihren Plakaten stammen, nämlich Festung Österreich. Laut Wikipedia ist eine Festung ein durch Wehranlagen stark befestigter Ort. Wie stellen Sie sich das konkret vor, Österreich durch Wehranlagen zu befestigen? Es gibt da Erfahrungswerte, nämlich aus dem Jahr 2015 und aus dem Jahr 2016, wo man ganz genau weiß, wo diese entsprechenden Druckpunkte auch sind. Und die Aufgabe des damaligen Planungsstabes wäre es auch gewesen, genau für diesen Bereich entsprechende auch bauliche Maßnahmen vorzusehen. Niederösterreichischer Spitzenkandidat, der wird da durchaus konkreter in Inseraten in den letzten Wochen. Herr Landbauer, der schreibt da, die Lösung lautet Grenzen schließen. Und echter Grenzschutz durch Barrieren. Mhm. Wissen Sie, wie lang die Außengrenze von Österreich ist? Nein, das weiß ich nicht. Die Außengrenze ist 2500 Kilometer lang. Jetzt wird man es zu Deutschland, zu Schweiz und Liechtenstein vielleicht nicht brauchen. Weiß man aber schon, wo man es braucht und wo man es nicht braucht. Jetzt sind es aber zu Ungarn, von wo die allermeisten Asylwerber kommen, 320 Kilometer. Zu Slowenien 300, Italien, Tschechien je 400, Slowakei 100. Das heißt, Sie wollen 1500 Kilometer Barrieren bauen? Nein, das will ich nicht. Natürlich ist ein Zaun nicht der Weisheit letzter Schluss im Sinne einer alleinigen notwendigen Maßnahme. Das ist eine von vielen Komponenten. Hat ja Herr Landbauer da diverse Maßnahmen draufgeschrieben und eine davon ist, ich würde sagen, der letzte Punkt hier, da steht Pushbacks von illegalen Zuwanderern. Jetzt Pushbacks bedeutet, dass Menschen mit Gewalt abgewiesen und zurückgeschickt werden an der Grenze, ohne ihre Asylanträge anzunehmen. Das ist doch das Völkerrecht verboten. Das ist eine offene Aufforderung zum Gesetzesbruch. Ich glaube, es ist eine Notwehrmaßnahme, die man treffen muss, wenn man sich anders nicht zu helfen Gesetze weiß. Gesetze zu brechen. Sie sagen, Österreich soll mit Gewalt Menschen an der Grenze zurückweisen und Gesetze verstoßen. Und gleichzeitig sagen Sie, Menschen, die sich auf der Straße ankleben, weil sie sich Sorgen um die Klimakrise machen, sind Terroristen.
Herr Landbauer möchte in zwei Wochen niedersächsischer Landeshauptmann werden, wurde beim Neujahrstreffen mehrfach verkündet. Wie soll denn das konkret gehen? Die FPÖ kommt in den besten Umfragen auf 25%, das wäre ein toller Wahlerfolg, aber das wäre trotzdem kilometerweit hinter der ÖVP mit schlechten 40. Sie glauben wirklich, die SPÖ würde Herrn Landbauer dann zum Landeshauptmann machen? Vielleicht geht sich das mit dem Landeshauptmann diesmal noch nicht aus, dann wird es einen zweiten Anlauf geben. Sie wollen Bundeskanzler werden, haben Sie am Samstag gesagt, was bei 25% in den Umfragen eine recht selbstbewusste Ansage ist. Wer genau soll denn Sie zum Bundeskanzler machen? Das will niemand. Sie haben ja noch ein Problem. Selbst wenn Sie einen Koalitionspartner finden würden, gibt es einen Bundespräsidenten, der Sie als Innenminister entlassen hat und auch sagt, Ihre Angelobung war schon ein Fehler. Der wird Sie ja wohl kaum als Regierungschef angeloben, oder? Okay, na, werden wir ja dann sehen. Ich würde zum Schluss jetzt gerne noch mal ganz kurz zur Frage zurückkommen, ob sich die Politik und Politiker an Gesetze halten müssen, und möchte den Menschen, die uns zuschauen, noch ganz kurz das Ende ihres Neujahrstreffens vom Samstag vorspielen. Jetzt lautet seit 2011 diese Zeile in der Bundeshymne korrekt: Heimat großer Töchter und Söhne. Und das ist jetzt keine freundliche Anregung von Gender-TerroristInnen, sondern ein geltendes Bundesgesetz. Warum halten Sie sich nicht dran? Das ist eine Variante, die ganz, ganz weit verbreitet ist. Aber ungesetzlich. In der Bevölkerung. Es soll nichts Schlimmeres sein, als wenn man das macht. Welche Gesetze, die Ihnen persönlich nicht gefallen, ignorieren Sie sonst noch? Da fällt mir jetzt sonst nichts ein. Aber Sie haben ja recherchiert. Haben Sie noch was auf Lager? Nein, ich habe Sie gefragt. Herr Kickl, vielen Dank für den Besuch.